Tschüss und willkommen im Max Beach Shop. Teil 2, Peugeot, wird abgeholt von hier Carplaza. Ich glaube, so hießen die. Ich fahre jetzt zur Halle, wieder Strom an. Ich weiß nicht, ob die schon da sind. Ich habe ein bisschen Sprit geholt, der Peugeot ist gerade komplett trocken gelaufen. Und den Starthilfe am Laufen gehabt und läuft eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, ohne Sprit ist das scheiße. Die muss noch ein laufendes Auto kriegen von mir. Ich will jetzt keinen Müll rübergeben, weißt du. Deswegen müssen wir uns ein bisschen bemühen, dass es ein bisschen ordentlicher wird. Ach ja. Ja, ihr kennt ja die momentane Lage, kein Strom in der Halle, kein Licht, kein gar nichts, nur ein Generator, der natürlich arschlaut ist. Aber gut, wir müssen damit leben erstmal, anders geht das nicht. Die ganzen anderen Schritte, die da hinterher kommen, die kommen wir später, die kann ich jetzt gerade nicht beeinflussen. Auch so mit dem Vermieter und sowas, das kann ich jetzt gerade nicht ändern. Gut, hier ist ein Kanalweg, ist ja schon einer. Ne, noch bin ich alleine. Siehst du, das ist schon mal ganz gut. Haben die zum Golf noch da? Weil bei dem Golf habe ich nämlich den Schlüssel stecken lassen. Ein Peugeot auch. Ja, alles im grünen Bereich. Nichts passiert. Ach Leute, es macht momentan echt keinen Spaß. Aber wird's machen. Aber wenigstens kommt der Peugeot in gute Hände. Das will ich mal so gesagt haben. Auf jeden Fall bessere Hände wie meine. Gut, bis gleich. Was bist du denn jetzt, Lampe? Alle angekommen, hoffentlich bin der Generator jetzt besser an. Ich denke aber schon. Hoffentlich. Ja, er läuft sich ein. Den nervigen Generator rausgeschmissen. Der ist eh zu laut. Hätten wir mal Ecke. Also hier gehst du ja ein. Vom Sound hier. Jetzt geht's eigenermaßen. Kann man wenigstens sein eigenes Wort wieder verstehen. So, wollen wir mal gucken. Ich muss irgendwie Sprit auf dem Peugeot drauf. Ich habe hier hinten noch irgendwo einen Trichter mit so einem hier Biegeviech dran. Warte mal. Hier habe ich einen Pfiech. Da ist er. Und den nehmen wir jetzt für hier für den Sprit. Ja, Schnucki? Na, du? Oh, so in die Kamera gelaufen, was? Ja, Logo. Also das größere Video macht, glaube ich, er. Guck mal, ich filme auch. Nice. Ja, du. Vielleicht kriegen wir heute wirklich tatsächlich mal ein Auto auf, die, auf den Trailer. Wieso, der andere war zu tief, oder was? Der andere war zu tief. Scheiße. Also der kam vorne zu weit raus und dann setzt er gleich auf. Wir haben dann versucht, hinten rum zu, hinten raufzufahren, rückwärts raufzufahren. Aber das hat nicht geklappt. Oh, oh. Aber rückwärts hätte ich vergessen, das ist das Gewicht falsch rum. Ja. Der Hebel ist den Wagen hinten aus, vor allem wie der hier, das kannst du nicht machen. Ja, das stimmt, dann kommt der hinten zu weit hoch. Ne? Genau, viel Gewicht auf der Hinterachse dann. Ja. Ja, ja. Von daher haben wir dann abgeschleppt und 20 Kilometer mit Abschleppen, es war nicht so cool. Weil, das geht auch noch, 20 Kilometer so. Geht auch noch, aber uns ist fast ein anderer CC, also ein anderer Passat in unsere Passats reingefahren. Aber wäre in der Familie geblieben, ne? Er wäre in der Familie geblieben, aber wäre halt auch nicht so schön gewesen. Hoffe, dass die einen Zaun da hätten bei stehen. Ja. Dann gucken wir mal, ne? Ah. So. Ja, das ist auch das glorreiche Zugfahrzeug vor dem Herrn, ne? Ja, total. Da kannst du auch ein Trabi vorhängen. Naja, auf jeden Fall, ich habe einen Peugeot, ihr habt das Video vorher gesehen. Jetzt läuft er, er hat den Sprit gekriegt, er ist gesund. Guck mal, er spoilert voll hier mit seiner Kamera. Ja, beiden wollen ihn haben, also geht er nicht auf den Schrott. Dann seht ihr auf einem anderen Kanal weitere Videos von dem Ding. Übrigens habe ich die angeschrieben und nicht die mich. Weil ich habe nur so gesehen, ich dachte, warum nimm die Möhre ja noch hier, die gute alte hier. Oh, ich fahre mal in den Peugeot raus. Oh Leute, mollig warm in der Kiste, ne? Da laufen tut er ja echt gut, kannst du haben, was du willst. Bisschen schade drum, aber ich hab da keinen Bock drauf. Uah, Handbremse. Ich hätte fast mit der Fußbremse gebremst. Da hätte ich verloren mit. Siehst du, von dir vorne aufladen. Hm.
Ich würde mal sagen, lass mal ein bisschen vorfahren, wa? Jetzt habe ich den gerade abgewürgt. Scheiße, ob die Batterie noch. Au, oh, Batterie ist noch gut, hast Glück gehabt. Ja, sehr gut. Willst du, dass er noch weiter vorfährt? Ja, fährt ja klar, ja. Muss er ran, sonst ist das zu steil, ne? Ah, oh, mollig warm hier drin. Ich glaube, ich bleib hier sitzen. Da hinten währenddessen ist der Generator da hinten mal rumfunzeln. Das ist genau wie mein Trailer, ne? Auch mit diesen Rausschraubdingern und... Naja, ich brauch hier immer den Weg für die beiden. Alter, einmal rauskommen hier! Ja, aber hat auf jeden Fall für den ein gutes Ende genommen. Dies Jahr hat der Kerl nicht umsonst geholt heute. Ja, das wäre echt tragisch. Pass auf, Fuffi am Tag, was kosten die Dinger? 30. 30, das geht eigentlich noch. Ja. Da kann man doch fast mehr leben. Ja, ist wirklich nicht schlecht. Okay, will ich noch. Also ich muss immer 50 bezahlen, habe ich immer gesagt, so oft wie ich mir einen Trailer geholt habe, kaufst du den eigenen. Ja, ist auch unser Ziel, aber noch lohnt sich das nicht. Früher haben wir ein paar mehr Fahrten gehabt, ja. Weil wir noch ein paar andere Sachen mit Autos gemacht haben, aber im Moment. Denk dran, bevor du den Trailer kaufst, öffne eine Zugmaschine. Ja, ja. Ja, wenn du Langstrecke fährst, ist das scheiße mit dem Auto. Glaub mir das. Warte, ich fahr mal direkt davor. Dann gucken wir mal, ob wir ihn drauf kriegen. Hier leuchtet der Hammer. Die geht immer ein oder aus, wenn du die Tür aufmachst. Passat? Ja, warte mal, ich sehe gar nichts hier. Das ist gut. Fahr mal ein bisschen weiter hier raus und dann riechen wir die Linken danach aus. So, hier ist gut. Warte. Muss man die Dinger wegpacken, die Gewinde da. Dann pack mal die Schrauben da rechts weg, sonst hast du mich gleich platt mit Reifen. Siehste? So, jetzt wird Handbremse, Jungs. Drückt mir die Daumen. Ich fahre hier alles zu Schrott. Hast Handbremse drin? Ja, ne? Jetzt noch schießen, ne? Ja, kriegen wir aber anders hin. Ja, sieht gut aus. Ja, so ist gut, stopp. Ja, bonjour, würde ich sagen. Ne? Ja, siehst du? Handbremse ist auch drin. Mehr hast du ja nicht. Handbremse rein, Gang rein, Licht aus. Gang ist drin, Motor aus. Es geht hier an? Ja, es geht auf der. Was sagst du? Links steht ja noch nicht so cool. Wieso? Ja, du bist ja Experte, aber guck dir das mal an hier. Oh, Alter! Oh, Fresse geflogen, ey! Oh. Der war doch höher, wie ich dachte. Voll die Pfütze reingekessert, hast du gesehen? der steht. Ja, der steht, geht so, ne? Ein bisschen scheiße steht da, hast ja, du recht. Ein bisschen scheiße steht da. Muss ein bisschen rüber gucken noch. Ja. Mach du mal lieber, ich soll unser sein. Denk dran, ja, keine Fußbremse, auch, Handbremse. Meinst du, ich soll auch noch mal in die Pfütze fliegen jetzt, oder wie? Alter, ich hab die der Höhe, hab ich nicht gerechnet, ne? Meinst du, das ist mal halb so hoch? Ja, das geht ganz schnell, ne? Alter, na egal. Wird schon schief gehen. Wir sind 100%ig mittig, aber ich sag mal. 99,9%. Da müsste ja eigentlich gehen. Das geht. Hauptsache rutscht nicht runter, ne? Ich bin sonst eigentlich immer für 80-20 Lösung, also mit 99 bin ich zufrieden. Siehst du? Mehr als genug. Ja, das geht. Das kann nichts passieren. Alter, ich habe mich gerade voll in der Pfütze abgepackt. Ey. Ich bringe hier so runter. Ne? Höhe ist ziemlich hoch. Mein Trailer hat da hier diese Radkästen. Ja, und dann sehe ich wieder, ich fliege runter und buche voll in der Pfütze rein. Aber geht noch, nur ein bisschen eingesaut. Einfach alles am Boden. Oder so, alles gut. Nee, da bin ich relativ schmerzfrei mit. Ich bin schon mit dem Röhrer runtergefallen. Warte, das hat er eben. Au. Das war schmerzhaft. Ja. So. Was sind die Dinge? Ja, in der Tüte natürlich. Muss ich ein Loch finden und das war gut. Die Zweideutigkeit, die kam nicht an. Oh, einmal eben gesichert, die beiden haben sich gut geschlagen. Naja, wir lernen noch. So cool, das erste Mal geht das. So, guck mal, was hast du hier Schönes? Ein Fahrzeugstein. Kannst du das da raufstellen?
Ja, nee, nicht auf dem Einser, du. Da, guck mal, da steht das. Ich dachte, das wäre eine dicke Folie. Muss nicht sein. Ja, nee, okay, dann. Der ist schon Ableiter genug mittlerweile. Ich dachte, das wäre eine dickere Folie. Nee, das ist die billigste vom Baumarkt, die du kriegen kannst. Ich wollte nur nicht waschen. Ja. So, TÜV-Bericht hat er ja nicht mehr. War das der Einser, mit dem du zu JP gefahren bist? Nee, das ist ein anderer Einser. Das war mein Roadtrip-Einser. Und den hast du auch schon wieder verkauft, oder? Ja, keiner geben. Wir sind nur da zum Fahren und dann war er weg. Natürlich. Hab ich hier den Kenny getauscht, gewissermaßen. Irgendwie. Okay. Ja, das ist immer so hin und her. So. So, was hat er denn an Gewicht? Wo steht das Gewicht denn? G. 1040. Na doch, 1100. Fast. Nah dran. Ja, eher 1000, ne? Mal runter, bei 40 Grad. Ja, na gut, du hast gewonnen. Ja, perfekt. Ist aber vom Baujahr 97 oder 95 hast du gesagt, ne? 95, 95 tatsächlich. Ja. Okay, dann noch. Aber dafür sieht er echt noch ganz gut aus. Ist wirklich so. Also da gibt es Golfs aus dem Jahr, die schlechter aussehen, ne? Vor allem die Pilots, die sehen eigentlich finden die alle scheiße aus. Das ist der einzige, der noch einigermaßen gut aussieht. Ja. Nee, meine ich jetzt ernst. Also, als was ich gesehen habe, irgendwie auf dem Markt oder was, ist alles Müll. Und wenn du in die Suche eingibst, mobile oder so, dann kriegst du echt nichts unter 1000, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich hab's versucht. Mach mir jetzt kein schlechtes Gewissen hier. Ja, wie gesagt, du hast doch so ein Burst bei Diesel. Wenn du damit durch bist, sag Bescheid. So, Handy mal eben, Lampe ausmachen. Die brauche ich gleich erst wieder, wenn ich wieder das Licht hier ausmachen muss. Zack, so. Ja, und schon habt ihr ein Auto mehr. Perfekt. Und ich eine Sache, die ich oben am Unsruf weniger transportieren muss. Genau das, ne? Alles andere fährt auf eigener Achse. Ja. Alles, ne? Auch der da. Aber der Peugeot nur mit Handbremse, fährt sie mit an. Und ja. Du hast sowieso genug, was du transportieren musst. Ja, so. Genug. Und vor allem habe ich noch andere Autos, die mit in die Halle kommen. Ne? Ja. Jetzt haben wir 11 Stück müssen wir rein. Wo stehen die jetzt? Bei Vater und bei dir? Ja, bei Vater und mit zu Hause. Alles aufgeteilt, alle möglichen Hallen. Deswegen, der Umzug wird eine Riesenaktion hier. Ja, das glaube ich. Echt riesig. Und ein bisschen Wehmut dabei so? Ja, nachdem der Familie die Sachen, die er abgezogen nicht hat, mehr eigentlich, so doll, eigentlich ne? Gar nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich schon, wenn ich raus bin. Weil der kann ich nicht austeilen. Das ist Fakt. Mach das auch ruhig. Das ist dir nicht alles gefallen. Ne? So ist das nämlich. Siehst du? Er sagt, er macht und aus. Und jetzt stehen wir hier wieder bis 22 Uhr. Ja. Naja, geht noch. Ich muss um 7 essen. Oh. Das schaffen wir noch, ganz locker. Ja klar. Das ist ja viel musst du den da nehmen jetzt? Ja, der geht da wohl. Aber das Problem ist, dann fahren die immer diese silberblauen Außen nachher. Ja. Nee, wie gesagt, viel Spaß damit. Ne? Dankeschön. Ja, ich guck die Videos auf jeden Fall an dazu. Mach das mal. Ja, ich denke, ein paar Leute von mir wahrscheinlich auch, denke ich mal. Ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wir melden uns, wenn wir irgendwas. Definitiv. Irgendwas haben. Ja. Ja. Gut. Und Golf sollte ja, denke ich, nicht mehr so das Thema werden jetzt. Nee. Müssen wir gucken. Ein, zwei Sachen noch und morgen geht's weiter. Morgen früh haben wir Golf auf dem Zettel und dann wollen wir den auch so ziemlich zügig zusammen. Jetzt muss man den erstmal abladen, das wird auch spaßig werden. Ja. Muss auch heute Abend noch machen, wenn der zurückgeben muss, ne? Trailer müssen wir erst morgen zurückgeben, aber geht's ja noch. Das passt schon. Ja. Aber gucken. Okay. Wie gesagt, ich sehe es ja. Ja, genau. Gut. Komm rein. Ciao. Du. Bis dann. Tschüss. Nicht hinfallen, da kann man gut hinfallen da vorne. Das tut weh. So Jungs, Golf wieder rein. Mein Golf. Ach ja, da war ja was mit dem Griff. Warte. Muss die Schraube direkt mal reinschrauben. Ich habe übrigens extra Liter-Sprit übergelassen für den hier, damit ich den wieder tanken kann. Das ist wie auch kurz vor Ende. So, dann lief ich mal einbauen. Ja, da waren die beiden, ne? Ich kenne die auch nur von YouTube. Das ist so wie die meisten, die bei mir vorbeikommen. Mich kennt ihr auch nur von YouTube. Aber ist halt so, ne? Besser die machen den als gar keiner. Weil irgendwie ist das schade, dass den keiner macht. Ach ja. Ja. Ist schon traurig die Nummer hier, ne? Aber ich glaube, ich gewöhne mich da schon langsam dran. Muss immer jeden Tag ein bisschen Sprit mitbringen. Jeden Tag 2 Liter und dann ist das gut. Ach. Na egal, Jungs. Gut. Das war's von mir. Wie gesagt, Peugeot-Videos könnt ihr bei den Jungs gucken. Car Plaza heißen die.
ja, ich melde mich ab. Übrigens, die haben einen schönen Golf 2 Diesel, ne? Schreibt mal in die Kommentare rein, dass der das Ding hier irgendwo bei mir landen soll. Dass sie mir den verkaufen sollen. Weil ich hätte nämlich gerne irgendwann mal später einen Caddy-Nachfolger. Da hätte ich gerne wieder einen Golf 2 für. In Olivgrün als Diesel. Gut, munter, Jungs, haut rein.